Hi, ich habe heute meine Winter Essentials für euch. Wie ihr hören könnt, kann ich das auch auf jeden Fall sehr gebrauchen. Ich habe vor einer Weile meine Herbst-Winter-Garderobe gezeigt und da habe ich euch erzählt, ja, manchmal reicht es nicht, das, was ich euch gezeigt habe, eine Jeans oder ein Pullover, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr und über die Jahre hinweg habe ich doch den ein oder anderen Tipp mitbekommen und auch in letzter Zeit sehr, sehr vieles von euch, was man machen kann, damit man einfach nicht friert, egal wie kalt es ist, nicht nur unbedingt jetzt für Deutschland, sondern auch, wenn ihr vielleicht mal in den Winterurlaub fahrt und deswegen hoffe ich, dass da das ein oder andere vielleicht für euch dabei ist. Erstmal so die drei Pfeiler, würde ich sagen. Das eine sind die Materialien, das ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist das Thema Schichten und das dritte so die Dicke oder Beschaffenheit der Teile. Fangen wir an mit den Materialien und da vielleicht mal so allgemein etwas zu verschiedenen Materialien. Es gibt zum Beispiel das Material Baumwolle. Das ist im Sommer richtig toll. Im Winter kühlt es aber trotzdem und wärmt euch nicht. Das heißt, es ist eigentlich mit das Schlimmste, was ihr irgendwie tragen könnt. Ähnlich schwierig ist Polyester. Polyester ist jetzt zum Beispiel das Teil hier. Das habe ich jetzt hier zwar mit drin, aber das müsst ihr mit Vorsicht genießen. Ihr werdet zwar auf jeden Fall warm sein, aber ihr werdet auch schwitzen. Also wenn ihr euch drinnen befindet, kann es sein, dass ihr extrem warm werdet und dann geht das Ganze nicht irgendwie, wird aufgesogen oder so, sondern bleibt dann da und ja, ihr kennt das. Deswegen solche Teile, das ist jetzt hier zum Beispiel so ein ja, Heat-Tech-Teil von Nike, ist eher geeignet, wenn ihr viel draußen seid oder eben in einem Skiurlaub oder so und dann sowieso den ganzen Tag draußen seid. Dann könnt ihr auch sowas benutzen. Ansonsten würde ich Polyester eher nicht bevorzugen. Und mit Polyester geht auch einher Acryl. Es gibt ja sehr, sehr viele Pullis aus Acryl oder ähnlichen Materialien und die halten auch warm. Also wenn es keine andere Möglichkeit für euch gibt, ist das auf jeden Fall eine Alternative, sage ich mal. Aber abgesehen davon, dass nicht jeder das Material kaufen möchte, werdet ihr halt dann, wenn ihr drin seid, sehr, sehr schnell schwitzen. Materialien, die ich euch empfehlen kann, sind zum Beispiel Seide, weil Seide genauso wie jegliche Art von Wolle ja sehr ausbalancierend sind. Also die passen sich an die Temperatur an. Wenn es kalt ist, dann wärmen sie und wenn es warm ist, kühlen sie ab. Das ist eben der große, große Vorteil. Das sind natürlich beides eher teure Materialien. Da muss man schauen, was man sich leisten kann, was man sich leisten will, welche Firmen man unterstützen möchte. Aber Seide ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Leichtes, was man eben das ganze Jahr über sehr, sehr gut benutzen kann. Stoffe, die jetzt gerade im Herbst, Winter richtig schön warm halten, ist sowas wie Samt oder auch Cord. Ihr kennt doch meinen Cord Blazer von And Other Stories. Der ist zum Beispiel super, super warm. Beide Materialien können aus sowas wie Wolle, Baumwolle sein oder eben auch nicht natürlichen Materialien. Da müsst ihr immer mal schauen. Hält auf jeden Fall beides warm, nur eben unterschiedlich warm. Aber Samt und Cord kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann, wie gesagt, Wolle. Am besten natürlich so hochprozentig wie möglich. Also am besten 100% Wolle. Aber das ist nicht immer im Budget drin oder ist nicht immer möglich oder gewollt. Deswegen würde ich aber auf jeden Fall schon drauf achten. Ich würde sagen, so bei 40% oder so Wolle, da merke ich auf jeden Fall dann einen Unterschied und dass mir wirklich warm wird, aber es ist natürlich besser, es ist so hoch wie möglich. Ich habe ein paar Wollbeispiele hier für euch, also ihr kennt meine ganzen Wollpullis, glaube ich, alle in- und auswendig. Ich habe auch sehr, sehr viele, die einige Jahre alt sind, wie eigentlich fast alles, was hier drauf ist. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Wollpulli von Edited und ich mag eigentlich Pullover in allen Varianten, also mit Rollkragen oder Stehkragen oder Rundhalsausschnitt, auch ab und zu mal V-Ausschnitt. Diesen hier mag ich sehr gerne, weil der unten schön weit und offen ist und da trage ich zum Beispiel auch wie jetzt gerne ein Hemd drunter. Zum Thema Schichten komme ich ja gleich noch. Oder hier, das ist zum Beispiel so ein Gemischbeispiel, was ich meinte. Das ist jetzt nicht ideal, aber trotzdem ist es gut. Ich glaube, das sind 60% Wolle oder so. Das war mal ein Pulli von Weekday und der ist so, der sieht so ein bisschen fusselig aus, aber mit Absicht. Da muss man aber auch aufpassen, der fusselt wirklich so ein bisschen, zumindest mehr als jetzt der andere. Aber ich finde die Farbe total schön und der ist auch ein bisschen dünner. Den mag ich sehr gern schichten, wenn es auch nicht ganz so kalt ist. Dieser hier ist jetzt zum Beispiel wirklich für sehr kalte Tage. Und vielleicht einmal zwischendurch. Ich weiß, dass sehr, sehr viele sagen, ich möchte keine Wolle kaufen neu oder keine Seide oder auf der anderen Seite, ich möchte kein Polyester, kein Acryl.
Was ich da empfehlen kann, ist, dass ihr vielleicht mal Secondhand schaut. Es gibt so viele Secondhand-Läden oder irgendwie online. Ich schaue auf jeden Fall auch, dass ich euch alles, was ich jetzt gezeigt habe, versuche, in die Infobox zu verlinken oder was ähnliches und da auf jeden Fall auch mal zu schauen, ob ich irgendwie Secondhand online was finde, was ich für den einen oder anderen schon mal raussuchen kann. Denn da gibt es auf jeden Fall gute Alternativen und das ist ja dann auch ein bisschen nachhaltiger für die, die sagen, nee, ich möchte das auf keinen Fall neu kaufen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach Wolle am wärmsten hält und gleichzeitig aber, wenn ich drin bin, ich auch nicht so schwitze. Oder wenn ich irgendwie was Dünneres haben will, da Seide einfach das Beste ist. Und dementsprechend ist es halt schwierig, ne? Weil auf der einen Seite könnte man, das ist jetzt nämlich ein Thema, bei so Unterwäsche quasi, also was man drunter ziehen kann, gibt es einmal Wollvarianten oder Seidenvarianten und die anderen Varianten sind dann aus Polyester oder aus Baumwolle, aber wie gesagt, das bringt eigentlich nicht wirklich was, weil es halt kühl hält. Aber deswegen ist das eben so eine Sache und ich kann es auch total verstehen, deswegen mein Appell da auf jeden Fall, falls ihr das nicht neu kaufen wollt, guckt auf jeden Fall Secondhand, weil gerade bei den Wintersachen, ich habe schon so viele Pullis Secondhand gekauft oder Jacken, man findet auch ganz oft irgendwie so große Wollschals oder Seidenblusen habe ich auch von Humana schon einige gekauft. Was Jacken angeht, sind einfach Daunenjacken oder Daunenähnliche Jacken die Jacken, die für mich am besten geeignet sind, um mich warm zu halten. Es gibt zwei Varianten. Die eine Variante, wo ist die Jacke, ist, ihr tragt einfach irgendeine Winterjacke, Wintermantel, der aber vielleicht oder die vielleicht nicht ganz so warm hält, wenn es wirklich bitterkalt ist. In dem Fall trage ich sehr, sehr gerne etwas drunter. Und damit kommen wir auch so zum Thema, also es geht halt einher, das Thema Schichten. Trage ich sehr gerne noch eine Jacke drunter. Das hier ist jetzt eine Steppjacke, aber nicht aus Daunen, von Patagonia. Das ist eine Marke, die in dem Bereich sehr, sehr bekannt ist, aber natürlich auch dementsprechend preisintensiv. Da gibt es aber ganz, ganz viele verschiedene Daunenjacken oder Daunenähnliche Jacken, also so Steppjacken. Pablo hat zum Beispiel eine Weste, die er liebt, die er unter jedem Mantel anzieht. Die war von Uniqlo. Es gibt also wirklich, glaube ich, in jedem Shop mittlerweile welche. Die aus natürlichen, also aus Daunen sind, sind meistens ein bisschen leichter und halten auch meistens wärmer. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber wie gesagt, gibt es da auch bei Alternativen tolle Sachen. Und die sind eben sehr, sehr schön leicht. Die schmiegen sich an den Körper an. Das heißt, ihr könnt jegliche Art von Mantel eigentlich drüber ziehen und das sieht dann nicht irgendwie so super weit oder breit aus. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Aber sie halten halt sehr, sehr warm. Ansonsten hatte ich euch ja mitgenommen, als ich im Designer-Outlet war. Und dort habe ich mir dann endlich einen ordentlichen Wintermantel gekauft und zwar von The North Face. Ich weiß gerade nicht genau das Modell, das werde ich euch in die Infobox verlinken, aber das war so einer der schlichtesten, klassischsten Mäntel, wo ich aber sofort einen Unterschied gemerkt habe. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch das Video hierhin. Genau, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, da vergleiche ich das auch, weil ich war auch in anderen Läden und da war das eben nicht so, dass mir sofort warm wurde. Da war das so, ich habe ihn angezogen, mir war wohlig warm, ich habe ihn ausgezogen, mir war sofort kalt. Und das, obwohl das auch eigentlich ein sehr, sehr dünner Mantel ist. Also so würde ich jetzt niemals denken, dass der so warm hält, aber ich habe den jetzt wirklich auch bei Minusgraden angehabt und mir war nie kalt. Es gibt auch von der North Face so sehr, sehr lange, fast Maxi-Daunenmäntel, wenn ihr eher auf den Style steht. Aber ich habe damit jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen bis jetzt gemacht. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr klassisch. Also kann man eigentlich zu allem anziehen. Ansonsten dachte ich, ich zeige euch mal noch kurz ein paar Accessoires. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in Korea bin ich ja danach sehr krank geworden. Und meine Mütze zum Beispiel, die ich da anhatte, die war aus Acryl. Und die hat einfach nicht warm gehalten. Und Pablo hatte eine Wollmütze auf und hatte die ganze Zeit warme Ohren. Dementsprechend habe ich danach auf jeden Fall aufgerüstet. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Wollbeanie. Und die mag ich eh am liebsten in jeder Farbe, jeder Form. Ob da jetzt so noch ein Bommel dran ist oder nicht. Und es ist auch eher unisex. Ist jetzt von Samso. Oder was ich auch ganz gerne mag, wenn die Frisur nicht so ruiniert werden soll oder ihr einen Zopf tragt. Ein Stirnband gibt es eben auch aus Wolle. Das ist jetzt hier aus so einem eher dunkleren Grau. Die Firma heißt Mischkopf.
Kopenhagen oder so. Oder was ich ab und zu auch gerne mag, weil ich, wenn ich meinen schwarzen Mantel trage, so ein bisschen was Bunteres auf dem Kopf. Ich will auf jeden Fall noch eine rote Wollmütze. Das hier ist jetzt so ein schönes Waldgrün, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und die Mütze war von Weekday. Natürlich dürfen auch Handschuhe nicht vergessen werden. Auch da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr eben mit Wolle geht. Kaschmir ist halt super, super schön weich an den Händen oder eben auch mit Leder. Leder ist eben auch einfach ein Material, was warm hält. Die Handschuhe waren von James Johnston & Co. of Elgin. Und das hier sind Röckel-Handschuhe, das ist ja so eine Traditionsmarke. Meine Schals kennt ihr ja eigentlich schon alle, da trage ich ja eigentlich auch immer nur dieselben. Ich habe einen in Schwarz, einen Cognac Camel und einen Hellgrau. Der schwarze ist von H&M und komplett aus Wolle. Der hier ist komplett aus Kaschmir und war mal von COS, der ist uralt. Und der hier ist von den Other Stories und komplett aus Wolle. Und die halten alle sehr, sehr schön warm, sind super lang. Kann ich tausendmal um meinen Hals schlingen und es ist einfach schön kuschelig warm. Genau wie ich das mag. Und was ich eigentlich auch nur mache im Winter, ist, dass ich Wollsocken trage und Wollstrumpfhosen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ganz dünne Socken, also die sehen aus wie ganz normale. So sehen die aus. Ich habe die auch nochmal in dicker, die habe ich aber gerade an, deswegen zeige ich sie euch nicht. Die sind jetzt ein bisschen dünner und die sind aus einem Wollgemisch. Ich habe auch noch komplett Wollsocken. Die sind dann einfach ein bisschen dicker. Da muss man schauen, ob die in jeden Schuh reinpassen. Aber je mehr Wolle auch hier, desto wärmer halten die. Ich habe dann auch noch eine Strumpfhose komplett aus Wolle. Die trage ich, wenn es wirklich kalt ist, auch unter jeglichen Hosen. Ja, ich habe auch manchmal das Ding, dass dann die Hosen so ein bisschen rutschen, da muss man halt hochziehen, aber wenigstens ist es mir nicht kalt. Und wenn ihr eine ordentliche Wollstrumpfhose habt, könnt ihr sogar auch im Winter, finde ich, Röcke oder Kleider tragen, vielleicht noch mit höheren Stiefeln oder so und dann ist man auch schön warm. Ansonsten ist mir an den Füßen halt immer sehr, sehr kalt und ich habe eigentlich in jedem Schuh von mir irgendwelche Sohlen, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, je nach Saison. Das hier sind jetzt zum Beispiel so Merino-Wolle-Sohlen und die lege ich dann eben immer in den Schuh, den ich an dem Tag anhabe und die halten einfach nochmal zusätzlich warm. Und der dritte Punkt war ja, was ich am Anfang gesagt hatte, so die Dicke, wie eben die Beschaffenheit vom Produkt ist. Also wenn ihr einen Schuh habt und eine Sohle reinlegt, dann seid ihr ja schon mal noch ein bisschen weiter entfernt vom Boden und meiner Meinung nach hält es dann nochmal zusätzlich ein bisschen wärmer, beziehungsweise wird der Fuß nicht gleich so schnell kalt. Aber ich habe auf euch gehört und ich habe so lange nach dem Winterschuh für mich gesucht, wo ich sagen kann, der passt auch irgendwie zu meinem Kleiderschrank. Mir ist natürlich klar, dass ich nicht mit Sandalen rumlaufen kann und mir warm ist, aber ich wollte halt irgendwas, was trotzdem zu meinem Kleiderschrank passt. Ich glaube, das können viele von euch verstehen, aber der eben warm hält und die meisten Empfehlungen habe ich bekommen für diesen Schuh. Der ist von Doc Martens und der ist wohl fast überall ausverkauft. Also ich hatte totale Probleme, den zu bekommen. Ich hoffe, den gibt es jetzt wieder. Aber das ist eigentlich so das Paradebeispiel für einen Winterschuh, weil eben so eine dicke Sohle einfach vorhanden ist. Und je dicker die Sohle insgesamt, also auch hier vorne, desto, ja, weniger wird euer Fuß schnell kalt. Das ist jetzt eine komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr so eine ganz dünne Sohle habt, nah am Boden seid, dann sind die Füße sofort kalt. Und deswegen ist das auf jeden Fall mal schon mal super. Und sowieso auch im Winter, wenn ihr das so richtig perforiert habt, dann rutscht ihr auch nicht so, weil viele von meinen Chelsea Boots, da rutsche ich im Winter ganz gerne mal. Und diese hier gibt es jetzt gefüttert und nicht gefüttert. Ich habe sie in der gefütterten Variante genommen und da sind sie wirklich komplett, also hinten, vorne und auch unten und so gefüttert. Und was ich auch toll finde, die sind so gestaltet, dass wenn man sie anzieht, sie von der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wirklich schön schmal aussehen und nicht wie zum Beispiel UGG Boots oder so, die so richtig klobig aussehen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Thema, was noch ganz wichtig ist, ist halt wirklich die erste Lage und das Schichten im Allgemeinen. Wie ihr jetzt, glaube ich, sehen könnt, habe ich eine Bluse an und einen Pulli drüber und drunter habe ich noch eben so eine Schicht drunter. Und das sind halt drei Schichten. Dann könnte ich theoretisch gesehen noch meine Steppjacke anziehen und meine Jacke drüber oder wenn es mega kalt ist, dann mein Mantel oder so. Schal und Mütze und Handschuhe und dann ist egal, wie kalt es ist, ich bin auf jeden Fall warm. Und diese Schichten sind halt super wichtig, auch damit ihr die Nieren schützt und so weiter. Und da habe ich ganz, ganz viel ausprobiert und am besten fand ich Hanro.
Es war eine Traditionsfirma, die für sowas bekannt ist und die haben ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Einmal gibt es Rollkragenpullis, dann gibt es auch T-Shirts. Ganz wichtig ist natürlich auch untenrum, dass man warm ist, entweder mit so einer Wollstrumpfhose oder das hier. Ist alles, glaube ich, das gleiche Material als eine Leggings. Die drei Teile, die ich euch jetzt zeige, sind super dünn, also man merkt die gar nicht. Es fühlt sich an wie eine zweite Haut, aber die wärmen richtig schön. Auch zum Beispiel gibt es diese Tops und eben auch als T-Shirt und je nachdem, wie kalt es ist oder was ich eben drüber trage, ziehe ich dann jetzt zum Beispiel, würde ich halt heute unter der Bluse und dem Pulli eher so einen Top anziehen als jetzt einen Rollkragenpulli oder so oder eben was mit Rundhalsausschnitt. Und die Teile von Hanro sind zu 70% aus Wolle und zu 30% aus Seide. Ich hoffe, ich liege richtig und es ist nicht andersrum. Bin mir aber relativ sicher. Achso, hier habe ich das Teil auch nochmal in schwarz mit V-Ausschnitt. Also je nachdem, wie ihr das gerne hättet, gibt es da alles Mögliche. Die sind schön lang, die Teile, dass man es auch richtig gut reinstecken kann. Und die halten einfach ordentlich warm. Man sieht die nicht runter. Man kann egal was drüber ziehen und reinstecken. Man sieht es trotzdem nicht, weil das einfach so dünne Schichten sind. Und das ist wirklich so mein Haupttipp. Und dadurch, dass es eben so eine ältere Traditionsfirma ist, bin ich mir sicher, dass es da wahrscheinlich auch Secondhand vielleicht was geben könnte. Ansonsten könnt ihr natürlich auch bei der ersten Schicht zu Polyester oder irgendwas in der Art greifen. Wie gesagt, ich würde euch Baumwolle nicht empfehlen. Ich habe auch ab und zu sowas an, aber wie gesagt, dann eher, wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag draußen bin oder wirklich im Winterurlaub oder so. Und ich glaube, das war's. Das waren meine Winter Essentials. Alles, was ich drunter trage oder drüber. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Mich würde jetzt natürlich sehr, sehr interessieren, welche Teile ihr empfehlen könnt. Wo geht ihr einkaufen für eure Winter Essentials? Was gehört für euch dazu? Was habe ich vielleicht noch vergessen? Bin mir sicher, da gibt es noch das ein oder andere Teil. Oder welche Firmen könnt ihr empfehlen? Oder welche Shops. Schreibt da gerne alles einfach in die Kommentare, dann können wir uns da gegenseitig helfen. Aber ich hoffe, das war vielleicht für den einen oder anderen was Neues. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr viele von diesen Empfehlungen von euch über die Jahre bekommen oder von Freunden, Familie und so weiter. Und viele der Teile sind auch sehr, sehr viele Jahre alt. Ich würde da auf jeden Fall appellieren, auch zu gucken, wie die Qualität ist. Dann halten euch die Teile Jahre und Jahre und Jahre. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis ja, zum nächsten Mal. Ciao!